Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und heute gibt es eine neue Folge Wie schmeckt's? Wie ihr schon im Titel lesen konntet, machen wir heute die Pralinen aus dem Film Forrest Gump. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, es gibt da eine ganz bekannte Szene. Und zwar sitzt Forrest Gump eines schönen Tages auf einer Bank und sagt, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist. Denn man weiß nie, was drin steckt. Oh. Und natürlich habe ich kein Rezept, wie jetzt die Forrest Gump Pralinen genau schmecken sollten, aber ich habe mir etwas Kleines überlegt. Was man für diese Forrest Gump Pralinen auf jeden Fall braucht. Schokoladenhohlkörper. Als ich die auf Amazon gesehen habe, musste ich sie einfach haben. Diese Pralinenhohlkörper sind rund und haben oben ein Loch. Da kannst du die Füllung dann reinmachen. Und das ist super einfach. Und wir lieben es. Super einfach. Und jetzt fragt ihr euch, aber Vanessa, womit befüllen wir denn die Pralinenhohlkörper? Nichts leichter als das, sagte Frederic Vanessa. Zuerst brauchen wir einen Mixer, den mir meine Mama zum Geburtstag geschenkt hat. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt, um Smoothies zu machen, aber... Smoothies, genau. Ich wollte die Sache so einfach wie möglich machen und deswegen werden das hier die Füllung sein. Raffaello. Amicelli. Popcorn. Und Erdnussflips. Ja, Erdnussflips. Ich dachte mir, wenn das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist, dann ist manchmal was Leckeres drin und manchmal sowas wie Erdnussflips. Aber ohne Scheiß, ich kann mir echt gut vorstellen, dass diese Erdnussflips-Praline richtig gut am Ende schmeckt. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Das hat meine Lehrerin früher mal gesagt. Ist eigentlich voll diskriminierend. Oh mein Gott, ich hab's mein Leben lang gesagt, ohne zu merken, was das für ein Spruch ist. Ich finde, wir sollten mit den Raffaellos anfangen, denn das wird bestimmt etwas. Kokosnuss ist die beste Nuss. Kokosnuss ist die beste Nuss. Seht ihr das? Das sind jetzt die Raffaellos und ich mache da ganz kleinen Schuss Sahne drauf, damit das so ein bisschen cremiger wird. Hoffentlich. Deckel drauf. Oh mein Gott. Es geht ja sofort los, Scheiße. So, das ist sie. Unsere Füllung. Ja, ist nicht die schönste, ne? Aber wir lieben sie wegen ihren inneren Werten. Die Füllung mache ich jetzt in dieses Gerät hier rein und dann befüllen wir unsere ersten Pralinen. Okay, die erste muss ich probieren. Schmeckt gar nicht mal so schlecht, ey. So, ich lege mir das jetzt hier hin und dann befülle ich so ein paar Stück. Und hier habe ich jetzt die ersten zwei reingefüllt. Und es ist schon ein bisschen schwieriger, als ich dachte, aber es geht trotzdem noch. Die packe ich jetzt in den Kühlschrank und dann geht es schon an die nächste Füllung. Amucellos. So, hier haben wir jetzt die Amicelli und die werden jetzt gemixt. Yeah. Ich krieg's nicht auf. Ich krieg es einfach nicht auf. Ich bin eine Frau und stark. Ich schaff das. Los. Ja, ja, ja. Und mit der Amicelli-Masse fülle ich jetzt auch die nächsten Pralinen. So sieht das bis jetzt aus und die packe ich wieder in den Kühlschrank und dann geht es an die Popcorn-Füllung. Ja. Das Popcorn zerkleine ich jetzt aber nicht mit dem Mixer. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Ich mache es hiermit. Mit einem Mörser. Hier für den Popcorn in diesen Mörser. Zu klein möchte ich es auch nicht machen, weil ich möchte, dass man noch so dieses Crunchige hat und nicht eine pürierte Masse. Hey, das funktioniert richtig gut. Das wird jetzt eine kleine Fummelarbeit, denn ich versuche, das kleine Popcorn in die Pralinen reinzufüllen und das wird interessant. Ich versuche es jetzt einfach mal. Es ist mir ein bisschen was übergelaufen, okay, ein ganz kleines bisschen. Aber ansonsten habe ich die gut gefüllt. Also die Pralinen sind jetzt voller Popcorn. Das packe ich jetzt wieder in den Kühlschrank und dann machen wir die Erdnussflips-Füllung. Ja! Und zum Schluss füllen wir noch diese Masse in die Pralinen-Hohlkörper. Alle Pralinen sind jetzt gefüllt und das bringt uns zu unserem nächsten Schritt. Für Schritt Nummer 2 müssen wir Wasser aufkochen. Denn wir machen ein Wasserbad. Wenn das Wasser kocht, müssen wir es ausmachen. Ich fülle jetzt das Wasser in einen großen Topf und packe einen kleinen Topf darüber. Ich habe so kleine Schokodrops gekauft oder so Schokoplättchen. Und die fülle ich jetzt in den kleinen Topf. Wir holen jetzt unsere Pralinen. Ich glaube, es war ein bisschen dumm, was Weißes an dem Tag anzuziehen, wenn ich mit Schokolade arbeite. Als erstes fülle ich ein bisschen Schokolade in das Loch oben rein, damit das Popcorn nicht rausfällt, wenn ich die Kugeln so in der Schokolade wälze, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich habe jetzt jedes Loch mit Schokolade gestopft und werde das nochmal in den Kühlschrank packen, damit es ein bisschen aushärten kann. Und dann tunken wir sie komplett rein. Ich mache jetzt in diese Pommesschale ein bisschen Schokolade rein. Schokolade. Und dann nehme ich so eine Praline, dann nehme ich mir eine Gabel und rolle die Praline durch die Schokolade. Und dann nehme ich sie raus. And there you have it, our first Praline. Und hier sind sie, unsere 4 Pralinen. Und du weißt nicht, was drin steckt. Ich habe die Sterndeko noch vergessen. Die Pralinen packe ich jetzt zum allerletzten Mal in den Kühlschrank, damit die Schokolade schön fest wird. Und dann geht's an den Geschmackstest. Ihr könnt es hier sehen, ich habe alle Pralinen mit Schokolade überzogen. Ich habe es geschafft. Ich bin so kaputt. Hier sind unsere Pralinen.
alle vier Geschmacksrichtungen. Man kann diese super auch zur Weihnachtszeit verschenken und entweder ihr bastelt eine Pralinschachtel oder ihr benutzt, wie ich, solche Tüten, die man überall bekommt. Ja. Jetzt müssen wir uns aber der allerwichtigsten Frage stellen. Wie schmeckt's? Und ich weiß nicht, welche ist. Ich hab's vergessen. Denn das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was drinsteckt. Praline Nummer 1. Amicelli-Füllung. Amicelli war eine gute Idee. Das ist die mit Raffaello und die schmeckt auch super gut. Okay, jetzt habe ich nur noch Popcorn und Erdnussflips. Welche ist welche? Ich nehme jetzt einfach mal. Mh. Popcorn ist richtig lecker. Meine Damen und Herren, die Erdnussflips. Praline. Denn im Leben ist nicht alles immer nur süß und schön. Manchmal ist das Leben auch scheiße. Kommt zu euch. Voll lecker! Scheiße! Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Popcorn auf erster Stelle, Amicelli auf zweiter, danach Erdnussflips und danach Raffaello. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es andersrum ist. Denkt dran, Kinder, zur Weihnachtszeit, da soll man sich lieb haben. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und, ach so, ganz wichtig. Denkt dran, ihr müsst die Glocke anmachen, wenn ihr nicht verpassen wollt, dass neue Videos kommen. Oh Mann, das ist echt so schlimm, dass man das mittlerweile sagen muss. Na gut, bis dann. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.